Ein so hallo an alle und willkommen zum Redstone-Tür vom Redstone Freizeitpark. Wir sind hier in der Jokecrafts Beta-Version des Redstone Freizeitparks. Ja, und wir stehen hier gerade vor dem Hai. Ja. Ich hatte gerade mal mit der Red Tech, der den Server hostet, ein bisschen Spaß, deshalb seht ihr auch gleich ein bisschen Hahaha im Chat stehen. Und ja, der hat ja mir ein bisschen Spaß gemacht mit dem Server. Wir haben gerade ein bisschen Beef, aber. Kein Problem, hier haben wir eine Ticketinformation. Als allererstes, ich gehe in das Boxlager nicht rein, weil ich einfach nichts sehe, was ich da holen kann. Beziehungsweise werden wir am Ende nochmal prüfen, denn ich weiß, das funktioniert über Locked Items, also beziehungsweise Blocked Blocks. Und ich suche hier gerade nach Verrückten. Wie verrückt nach den. Beziehungsweise ich bin gerade kurz aufgehört. Ja, weil ich habe gerade nochmal einen Anruf von der Red Tech gerade bekommen. Aber jetzt suche ich nach den Emeralds. Die sind relativ weit unten. Und man sieht es, wie es auf dem Server sogar laggt. Wir haben einfach einen Building Arton auf Server genommen. Und wir hatten einfach keinen Bock jetzt auf einen Singleplayer-Aufnahme, weil da sind unsere beiden Minecrafts abgekackt. Also haben wir gesagt, wir sind jetzt hier auf dem Server, machen wir das. Ja, empfohlen nehmen wir natürlich und dann werden wir uns natürlich im Ticketshop was holen. So, ja, ihr seht das Lag, dass ich mich einfach nicht bewegen kann. Ich habe aber noch nicht runtergeschraubt, denn ich finde, dass ich, wenn ich runterschraube, das ein bisschen scheiße habe. Da hat es auch ein bisschen gelaggt, deshalb konnte ich nicht durch die Tür gehen. Items waren da, jetzt geht's erstmal durch Dings. Und ich werde mich gleich anstellen, wahrscheinlich zu inkompetent da reinzuwerfen wegen den Lags. Ja, ich stelle mich zu komplett. Ja, es laggt. Genauso wie bei Time Wars, nur Time Wars ist ein anderer Server-Typ. So, dann haben wir hier jetzt noch den Minecraft. Oh, das fällt runter. Aber wir sind noch rechts hier reingekommen. Und der Effekt ist, dass ich das Ganze jetzt nachkommentiere. Aber. Ich war da in der Zwischenzeit auf dem Klo. Herzlich willkommen im Redstone Freizeitpark. Ich lese mal noch vor. Red Tech hat mir auch geschrieben, privat. Entschuldigung. Dies ist eine Kurzanführung, bitte nicht aussteigen. Ab jetzt dauert die Fahrt circa eine Minute. Also. Der Redstone Freizeitpark ist ein großes Projekt für den Joker und dem Team Darkelia und der Leitung von Sergius von Darkelia. Ich erwarte, der eingeweihte der Redstone Freizeitpark mit vielen Attraktionen hier läuft alles zu 100% nur gesetzt und Kommandoblöcke wurden zwar beim Bau verwendet, aber anschließend wieder entfernt. Wie Bonecrafter das gerade da macht. So, und ihr seht, ich habe hier nicht alles gemacht. Ich schreibe gerade hier war noch gerade Daniel, weil ich das Ganze jetzt nachkommentiere, weil das wirklich so scheiße war. Der Park ist themenorientiert, in Themen geteilt. Es gibt die Themen Woods, Wild Western, Ice Hills und Underground. Im Zentrum des Parks steht der Ticketshop. Von dort aus kannst du zu jedem Bereich gelangen. Folge einfach dazu den Beschilderungen. Der Park verfügt auch über ein Hotel und so, welche nicht als Themenbereich gelten. Kann ich hinzufügen. Und da rippt der Drawcraft. Ja, ich habe auch gerade Daniel geschrieben,
Ihr seht, das laggt hier. Und das waren nicht eine Minute, sondern zwei Minuten. Und das liegt daran wahrscheinlich, dass wir eine Hopper-Überzahl hier haben. Denn wenn wir uns nochmal kurz in die Technikanalyse begeben, das wird eine sehr minimale Technikanalyse. Also da erwartet nicht viel. Und hier haben wir einen Parkguide bekommen. Ja, komm. Das laggt auch so tierisch wegen den Hoppern. Und das ist das Einzige, was ich aktuell zu bemängeln habe. Darauf werden wir auch in der Technikanalyse eingehen. Das wird ungefähr 4. oder 5. Folge sein. Je nachdem, wie schnell wir durchkommen. Wir sind jetzt, kann ich schon mal so voraussagen, bei der Hälfte von der Woods angekommen. Wir haben einfach von hinten angefangen. Drei Attraktionen der Woods. Von 5. Gut, mache ich nochmal jetzt in der nächsten Aufnahme die beiden. Und dann geht es weiter Richtung Hotel. Testen und so weiter, aber am Hotelsystem bin ich mir relativ sicher, dass es funktioniert. Und da bin ich auch gerade vom Podcast zurückgekommen. Und jetzt sind wir im Ticketshop. Sieht man daran, dass es auch so aussieht. Dann haben wir hier ein Parkguide. Aber ich lege meinen zurück, weil ich ihn brauche. Und wir gucken mal, wie die Kiste arbeitet. Bin ich okay. Und jetzt sollten wir alles wieder auf 2 sein, genau. Ja, das ist gut. Und dann heißt es eben mal kurz weitergehen zum Ticketshop. Wir gucken uns einen Ticketautomaten an. Hier soll noch ein Parkplan entstehen. Der wird in der finalen Version sein. Und ich kann eins verraten, das wird noch mehr laggen. Noch mehr. Und zwar um vieles mehr. Und da hatten wir noch eine Attraktion, aber die eigentlich keine Attraktion ist. Ist ja auch mal brillant gelöst. Und hier suche ich mir gerade wie meine Emeralds. Ich mache mal 16 Emeralds rein, habe ich gut gesagt. Ja, ich sag nur, das ist sowas von K.O. Das ist ganz so. Ja. Wir gucken uns mal die Tickets an, weil wir die Tickets am besten brauchen. Kann man schon mal so heraussehen. Ich habe einfach jetzt 16 am Stück reingeworfen und dann hat mich wahrscheinlich jetzt gleich sollte ich wieder das Server anschreiben. Nein, jetzt war nicht das Server. Ja, Hello World. Der hat noch angeschrieben und dann, hoi. Einfach solche schönen Pranks, ja, und ihr seht, ich kann fast kaum schreiben darauf, wenn wir das Ganze machen. Ja, geil. Also, ihr hört, ich bin auch gerade so ein bisschen still, weil das einfach nur stupides Warten ist. So, ich schaue mal eben noch weiter. Ja, und da habe ich kurz den Server gefragt, warum Daniel mich gerade anrufen wollte. Und da hat er geantwortet, Daniel, weil der hinter der Konsole sitzt. Also, hinter Servern stehen Menschen, kann man sowas sagen. So eine schöne Ableitung gibt es. Hier Ausgang und hier gibt es einen kleinen Bug. Aber das ist wahrscheinlich wegen der Lags. Ich finde die Lags sind auch nicht ganz gut hier für den Rest- und Freizeitpark. Denn das ist eher ein Lagpark, kein Freizeitpark. Und wir gehen mal jetzt hoch. Ja, lustig, der Red Tag. Lustig. Ich komme jetzt zurück mit der Aufnahme. Ich möchte gerne eine Premiere noch von The Red Crafting sehen gleich. Ja, ich nehme es jetzt am Ende 23. Dezember auf. Und hier haben wir ein Minigame, also so eine kleine Geschichte, was wir da haben.
Also ein Bogenschützen, das ist so eine kleine Animation und die kostet auch wahrscheinlich viel Dings. Hier haben wir einen Apfel und wir versuchen jetzt eben mal was anderes auszuprobieren, und zwar hier in der Essensbude mal runter zu gehen. Also komplett nach unten. Weil ich habe gesehen, da ist ein Secret drin. Und da ist es auch. Und ja, wir schauen uns mal das da unten mal an gleich. Ist rein in das Minecart und wir haben F1-Screen rein. Ja, es sieht gut aus. Und die Technik, ihr seht, die ist relativ schlecht beleuchtet. Das ist ein Schlag. Eine Minute übersprungen oder was? Habe ich. So, da sind wir im Ticketshop wieder und jetzt gehen wir wieder in der Woods. Ja, aber jetzt gucken wir uns einfach. Ich bin jetzt mal kurz still. War ich auch zu müde. Ja, man merkt mir die Müdigkeit an und meine Augen sind auch grau. Leckos mio, ich muss noch ein paar Videos mal produzieren. Leckos mio. Weil ich möchte euch gerne morgen eine schöne Bescherung geben, wir sind heute. Und ich will nicht verraten, was kommt, weil heute so 17 Uhr werdet ihr wissen. Und das sollte um 15 Uhr online kommen. Und da sind wir in der Wurzelbereich. Wir gehen erstmal aufs Kettenkarussell, auf dieses Karussell. Probieren wir erstmal aus. Und ihr seht, das ging nicht zu spielen. Und ich kann schon mal ein Fazit ziehen. Das ist wegen den Hoppern. Das werden wir uns, also dieses Problem werden wir uns nur sehr, sehr, sehr kurz in der Technikanalyse geben, die in der fünften Folge, wie gesagt, ist. So, das ist Karussell. Probieren wir aus. Wir haben es kurz vor Mitternacht. Genau, so kann man sagen. Ja. Das sieht gut aus. Ist soweit von der Funktionalität gecheckt. Technik hätte ich auch gesagt, ist okay. Wir werden schauen. Das sind 3 Runden. 3 bis 4 Runden, habe ich gedacht. Ja. Also, ich hatte mir auch nach der ganzen Geschichte geschrieben mit den Ticks. Gerade drauf aufpasse. Ich habe mir das Fetzenstudio, das verursacht auch eine Länge. Also, Fetzenpartystudio, das verursacht auch eine Menge Lag. Wenn man so sieht. Ja. Gut, dann haben wir gerade auch das mit den Ticks gesehen. Jetzt ist es 600. Ja, über eine Sekunde behind. Mit 3,2 Sekunden behind. Sagt er mir hier. Und da sind wir jetzt beim Autoscooter. Ja, hoffentlich funktioniert das alles jetzt. Und hier habe ich das vorläufige Ergebnis reingeschrieben, weil aktuell ist es mangelhaft, kann man nur sagen. Das ist einfach nur mangelhaft, was es hier ist. Und ich sage nur, das sind nur noch 7 Minuten. Diese Aufnahme, ich mag es einfach nicht mehr zu sehen, was das hier für ein Mist ist. Weil ich sag, das ist kein Video, das ist einfach nur, das ist kein Freizeitpark, das ist einfach nur ein Misthaufen.
Und ich sage das zu Recht, weil das einfach nur ein stupider, doofer. Oh ne, ist gar nicht mehr so lange. Misthaufen ist, denn wir haben hier ein bisschen zu viel des Guten drin. Ein bisschen zu viel des Guten drin. Und ihr seht hier, das buggt. Das buggt sehr. Das ist wegen der Lag. Und diese Lags sind wegen der Hopper. Also würde ich sagen, als Verbesserungsvorschlag jetzt vorerst bitte die Wasserstraßen einbauen, nicht nur die Hopperwege haben. Weil ich habe mich während der Folgen auch mal schon so ein bisschen reingeguckt, aber. Nun, was willst du machen, wenn Josef so dumm ist? In dem Moment. Zwar ist Josef in dem Moment dumm, aber sonst nicht. Obwohl jetzt in vielen Momenten stellt er sich an wie ein Doofkopf, aber ich finde, dass er zwar dieses Zeug hat, und wir gucken jetzt auch nochmal auf diese Technik, auf den Autoscooter. Ja, der Autoscooter, wir schauen mal kurz drauf. Ja, und wegen den Lags. Grrr. Kann man einfach nicht benutzen. Das kann man aber nicht benutzen. Kann ich nur mal so sagen. Gesundheit. So. Und da haben wir hier die Technik, die funktioniert soweit. Das sollte sich absenken. Da von oben Wasser, ja, kommt. Funktioniert soweit. Übertritt, ja, genau. Gut. Gekauft. Kann man nur so sagen. Ja. Gut. Das ist ja schon mal okay. Wir schauen, wir gehen wieder raus. Das ist eine richtig schön designte Schule. Dann nochmal ein Lob an der Linie. Also, frage auch den Server, was mit der Auslastung ist. Weil wir waren noch in der Wasserbahn, dann haben wir noch mal mit, also wir waren in der Wasserbahn noch mal gleich, wenn wir schauen. Ich kann auch dann ein schlechtes Fazit nur von mir geben. Aufgrund dieser Lags, weil wenn wir auch gleich noch mal zu kommen. Okay. So. Und jetzt geht's hoch. Ihr seht, das ist gar nicht mehr spielbar. Gar nicht mehr. Überhaupt nicht mehr spielbar. Also kann man nichts mehr hieran machen. Ich freue mich auch auf den Kollegen The Red Tech. Hier haben wir nochmal Toiletten, aber ich gehe jetzt da nicht rein. Wie er das dann sagt, was er dazu auch sagt, vor allen Dingen. Denn das Fazit von ihm würde mich brennend interessieren. So, hier haben wir einen Ausgang von irgendwas. Ist mir auch scheißegal erstmal. Und betone es auch scheißegal, weil ich will hier raus, ich will diese Aufnahme fertig haben. Ihr werdet auch sehen, wie das gleich nochmal hinterher hängt. Also da kein Wunder, das ist nicht meine Internetleitung, das ist nichts. Auf meinem Rechner alleine ist die Welt schon mal zweimal abgeschissen. So, jetzt das Ticket einwerfen zum Geier nochmal. Jetzt habe ich getroffen. Jetzt geht's rein. Hoffentlich lägt es nicht so wie vorhin. Nein, tut es nicht. Jetzt hoch damit. Wir gehen hoch. Und hier seht ihr, die Welt hier hängt hinterher. Weil da wären eigentlich noch Chunks. Und hier ist hier. Hier eine Tür und hier ist Block-Update. Minecraft müsste einfach gegen die Block-Updates was machen, dass es kontinuierlich lädt. Das ist nicht Josef schuld, das ist Minecraft schuld, beziehungsweise auch teilweise Josef schuld, weil er dieses Konstrukt sehr laglastig durch Hopper gemacht hat. Und hier sehen wir ein weiteres Teil, was hier uns das Ganze vermisst. Und zwar hier sollte Feuer sein, da war ein Stolperdraht, aber wie ihr seht, kommt das Feuer nicht raus, beziehungsweise verschwindet, beziehungsweise gar nicht. Boah, und ich beschleunige jetzt. Achtung, hier nicht aussteigen. Genau, aussteigen und raus. Raus aus dem Mist. Man merkt, wie ich triggert bin. Und das ist auch das Fazit dieser.
Threadstone-Tipps aktuell. Das ist ein Haufen Müll mit den Lags. Ja, und eine gute Umsetzung, aber die Technik dahinter ist Mist. Und damit würde ich sagen, ich beende langsam an dieser Stelle die erste Folge davon, von dem ganzen Mist, und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Damit lasst krachen und schau, vielleicht mit der Red Tag und mein Gamer. Toll, Leute.